Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars Start in der GT3-Klasse im Regen gegen die KI im Audi R8 LMS Ultra. Ein bisschen Forsch hier. Ich hoffe, wir haben Regenreifen drauf. Es gibt nämlich noch leichte Setup-Speicherprobleme. Entschuldigen Sie, Martin, wieso? Erstmal ins Rennen kommen. Hier 8 Runden Imola gegen 40 oder 39 ungestümer KI-Gegner. Aufs Stichwort, ey. Außerdem haben wir es gerade mit leichtem Regen zu tun, der sich im Laufe des Rennens in starken Regen umwandeln könnte. Hallo. Können Sie bitte regelmäßiger fahren? Dankeschön. Sollen wir eben zwei Audis überholen hier? Flaggenregeln sind an. Boah, es ist echt super rutschig. Es ist ja eigentlich immer im Regen, taugt die KI noch nichts. Aber die kommt besser zurecht als ich. Gerade 26. von 40. Außerdem ist es so ungefähr 15 Uhr, glaube ich. Und der Zeitfortschritt steht auch ein bisschen schneller. Vielleicht kommen wir hier gleich ein bisschen noch in die Nacht. Wenn die 8 Runden vorbei sind, werden wir es sehen. Ich muss auf jeden Fall arg vorsichtig sein. Man sieht schön wenig. Das ist wirklich herrlich. Mit der Gicht. Und ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt. Also es ist nicht mal Full Power. Ja, das Spiel könnte noch mehr. Sind gerade 27. geworden. Ich habe es bewusst ein bisschen vorher, damit wir ein bisschen Spielraum haben, hier schön durch die Kurve zu kommen. Ah, super. Der Mann hat's gesagt, es wird mehr Regen geben. Kein Grund, mich hier rauszuschieben, Audi. Boah, ja, das war jetzt die Rache, die nicht erlaubte. Das tut mir leid. Und er will trotzdem noch innen vorbei hier. Der SLS. Ah! Jetzt muss er mal ein bisschen kommen hier. Wieder hier rumschiebt. Ich glaube, das mit den Regenreifen auswählen hat nicht geklappt. Nein, habe ich nicht. Müssen wir recht vorsichtig sein, wenn es regnet, und auch im Trocknen ist halt grüne Material schon eine rutschige Angelegenheit. Außerdem sollte ich mich hier nicht so krass lange neben der Ideallinie aufhalten, da ist es nämlich noch rutschiger als auf der Ideallinie. Das hat jetzt den Typen hinter mir den Platz gekostet. Oh, da kommt einer aus der Box. Was hat der denn gemacht? War der Sprit zu Ende? Ja, ich war ein bisschen früh, da konnte der natürlich vorbeiziehen. Yellow flags ahead. Repeat, yellow flags. Alles klar. Traktionskontrolle ist aus. Ich glaube, ABS ist drin. Das gucke ich mal eben. Ja, ABS ist drin.
Das habe ich unten rechts im kleinen Display gesehen. Da ist so ein kleines Symbol für ABS, wenn es denn aktiviert ist. Aber sei es mir gegönnt, bitte, bei diesen Wetterungsverhältnissen. Ich könnte ja auch das Realismus willen hier die Traktionskontrolle einstellen. Weil die fahren ja in echt auch mit Traktionskontrolle diese, ich glaube, in 10 oder 12 Stufen irgendwie einstellen können. Von der Intensität her. Haben wir eigentlich Licht an? Ja, haben wir. Können wir ausmachen, mal. Jetzt glaube ich, mach auch mal das alles aus. Damit ihr komplett aus der Cockpit-Sicht sehen könnt, wie ich hier von der Strecke abkomme. Ich mache das ab und zu mal ganz gerne, einfach nur um der Immersion willen. So, und jetzt gibt es hier ein bisschen Konzentration. Konzentration. Habe ich ganz kurz in den Rückspiegel geguckt. Alter, wo kommt der Audi jetzt her? Oh, ich sehe nichts. Oh. Was hat er denn für ein Feuerwehr hinter sich hergezogen? Da ist sie wohl die Pelle von der Felge gerutscht oder so. Der war auf jeden Fall. Da war jemand am Schleifen, würde ich sagen. Nee, der Audi wollte schon durch sich mogeln, aber nicht mit mir. Dann gehen wir doch lieber noch am Ruf vorbei und mogeln uns selber durch. Und ziehen hier fast Vollgas im ersten Gang hoch. Ist der Ruf noch neben uns? Ich sehe ihn nicht. Toter Winkel oder was? Na, er ist wahrscheinlich hinterm Audi da hinten. Ich dachte echt noch kurz, er wäre neben uns. Ah, this guy's all over me. Ich muss erstmal gucken, dass ich hierfür gescheit anbremse. Immerhin passt die Geschwindigkeit einigermaßen. Sauber war das auch nicht. Hier profitiert auch wieder die Supergasannahme im Project Cars, die es einfach möglich macht, auf dem Gaspedal dann noch den Arsch rumzuziehen. Boah, hier hat die KI aber auch noch eine Bremsleistung. Alter Schwede. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr reintreten. Ich habe ja auch ABS an. Mach ich. Get to the pole, wir sind 25. oder so. Soll man die Kirche im Dorf lassen? Es wird auf jeden Fall so langsam dunkel, die Kontrahenten haben wieder Licht an, das sollte ich auch mal machen. Über Vorsicht walten lassen. Ich war zwar schneller als der Audi hinter mir, aber das war trotzdem nicht kontrolliert. Und da ist der nächste Schleifer, oder ist es noch derselbe Schleifer? Try and stop this guy getting underneath you. Cover that inside line. Guy underneath me? Was ist denn da los? You're getting really close. He definitely knows you're there. Try and force him into a mistake and you'll get past him. Ja, das ist eigentlich wieder die Nachricht, die mir sagt, hier, du bist beim Vordermann schöner dran und jetzt überhol doch mal und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Aus dem Nichts wird super rutschig, nur weil er noch ein bisschen auf dem Curb rumfährt. Aber schöne Lichtstimmung hier. Guckt es euch an, der Himmel sieht fantastisch aus.
fastest lap so far today. Ja, viel zu spät. Viel zu spät, das war klar. Ich habe aber auch voll in die Eisen gehauen. Die Runde ist natürlich ungültig. Eigentlich müssten wir jetzt dann auch den Audi vorbeilassen. Und in die Box fahren, um uns die ganzen Grasbüschel vorne raussaugen zu lassen. Oder fummeln zu lassen. Ich mach mal wieder das Gedöns hier an. Ich habe gerade gesagt, wir sind Platz 25. Nein, wir sind Platz 26. Wir starten von Platz 29, also drei Plätze gut gemacht. Und wenn wir das nicht noch komplett verkacken hier, wäre das doch schön. Aber so driften hilft gerade nicht dabei, das nicht zu verkacken. Am Z4 kommen wir etwas näher dran, obwohl ich glaube, die haben gerade Scheiße gebaut. Gelbe Flagge und so. Yellow flag. The car is stuck in the track. Try not to hit it. Boah. Oh, statt an Reifen rum? War das deiner? Ja, cool. Hier passieren auf jeden Fall Crashs. Und da ist wieder der Funkensprüher. Naja, ist diesmal ein anderer. Oha, da haben wir einen Ausfall nach dem anderen. Ich kann es nicht. Scheiße. Dann auch noch so mies verkackt hier. Gar nicht gut, gar nicht lecker. Ein Platz verloren. Aber auch unterwegs ja einen wiedergekriegt vom Reifenlosen. Das war einfach mal ein gratis Platz. Jetzt sind wir 26 da. Siebte von 8 Runden. Driftpunkte hätten wir auch schon einige gesammelt. Einfahrt war gut, beziehungsweise genau an der Grenze zu fast ein bisschen zu schnell. Guck mal, wie spät die hier auf die Bremse können. Und ich muss mir schon voll früh einen abmühen und trotzdem die Karre noch gerade halten. Ah, das schöne Blau reflektiert auf der nassen Straße. Und scheint auch in unser Auto. Das sah ja mal cool aus. Letzte Runde bricht an. Das war jetzt eine 1,57. Aber natürlich weit weg von unserer besten Rundenzeit, weil wir natürlich hier am Anfang immer Scheiße bauen seit den letzten zwei Runden. Das lassen wir jetzt einfach mal. Da lag ein Reifen rum, auf jeden Fall. Das ist nicht schlimm, weil dann ist das Rennen schon vorbei. Hoffe ich zumindest. Ja, doch. Da müssten wir uns schon einige Male drehen, damit das hier noch 10 Minuten dauert.
Langsamer Wagen vor mir. Hat da wohl etwa noch einer Funkensprühstuhl? Tatsächlich. Ach, du bist es. Ja, dich habe ich doch gerade schon überholt. Dein Platz war uns doch schon gewiss. Kleiner freundschaftlicher Stupser. So als Hinweis. Fahr doch mal in die Box. Wie wär's damit? Oh, da ist noch einer. Den hatten wir aber auch schon. Wir werden als 26. hier die Ziellinie überqueren. Den Reifen lassen wir nochmal rechts liegen. Genieß nochmal die schöne blaue Beleuchtung, die wir kriegen hier. Und ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Wiederholung kann aufgezeichnet werden. Und hier gibt es nochmal ein paar schöne Bilder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.